So, das Video läuft. Läuft das Video? Ja, das Video läuft. Hallo. So. In diesem Video werde ich nichts schneiden. Weil das Video, in dem Video soll es darum gehen, dass es leicht ist, Videos zu machen. Es ist nicht leicht, Videos zu schneiden und zu bearbeiten und zu bla bla bla, aber das braucht man gar nicht. In diesem Video möchte ich den Airsoftlern sagen, Jungs, macht mehr Videos. Das meine ich folgendermaßen. Unter meinen Videos, in den Kommentaren, finde ich immer wieder Leute, die einem sagen, pass auf, Muffin, das geht so nicht, das geht so und so. Und da werde ich wütend. Warum? Weil die mir sagen, was ich zu tun habe? Nein, nein. Weil ich dadurch merke, dass die Jungs Ahnung haben. Und dann gehe ich auf den Kanal und da ist nicht ein Video. Die Jungs haben Ahnung, die wissen, wie man was macht und das ist perfekt, das ist gut, aber sie machen kein Video dazu. Ich persönlich bin jemand, ich hab nicht viel Ahnung, hab ich nicht. Wenn mich irgendjemand was zu einer Waffe fragt, da kann ich meistens nicht helfen, weil ich keinen Plan davon habe. Mit der einzigen Waffe, mit der ich mich auskenne, ist Ares G36C, weil ich die früher immer auseinandergebaut habe, weil ich sie repariert habe oder weil ich einen anderen Lauf da mal reingepackt habe oder anderes Hop-Up-Gummi. Aber ich bin kein Profi und das ist okay so. Und das braucht man auch überhaupt nicht sein, um mal ein paar Airsoft-Videos zu machen. Das hier ist quasi der Aufruf an alle Leute, die richtig Ahnung haben, macht mal ein paar mehr Videos. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Ein paar Jungs, die Airsoft-Waffen gerne reparieren, die filmen das jetzt schon. Und das ist gut. Das ist super. Sowas bräuchte man noch ein bisschen mehr. Nicht nur zur Airsoft-Waffenreparatur. Wenn ihr mal auf dem Airsoft-Spielfeld schon mal wart, ne, es geht jetzt an die Jungs, die schon mal eine Zeit lang spielen, dann wisst ihr genau, man fängt an, sich zu unterhalten. Und irgendwann erfährt man von verschiedenen Leuten, ja, guck mal hier, habe ich mir gebaut, bla bla bla. Einen Akku-Mod zum Beispiel, damit man G6 bei einer Glock 18, bei dieser elektrischen Pistole, dass man da mal ein Depot verwenden kann. Aber dazu muss man die ein bisschen umbauen. Das haben manche gemacht. Oder ich habe letztens jemanden getroffen mit einer Fake-Gasmaske, einfach nur für die Optik. Und da waren LEDs eingebaut von ihm selber. Oder jemand anders, der einen Lüfter in seine Brille gebaut hat. Richtig geile Sachen siehst du auf Airsoft-Spielfeldern von Leuten, die entweder einfach nur Bock hatten, was Lustiges zu bauen, oder die ein Problem hatten, Brille beschlagen, und da eine Lösung gefunden haben. Und das ist total geil. So lernt man auch einiges, wenn man auf Airsoft-Spiele geht und mal ein bisschen mit den Leuten quatscht. Und die erzählen einem richtig geile Sachen, was sie herausgefunden haben, unter anderem auch, du kannst das nehmen oder das oder die BB-Sorte ist gut. Ich und ein paar Kumpels, wir haben uns mal zusammengesetzt, ein paar Kumpels und ich, Entschuldigung, so rum. Wir haben uns mal zusammengesetzt und mal ein paar Kugelgewichte ausprobiert oder so, sagen wir mal so. Und dann erzählt er dir, was die herausgefunden haben und so weiter. Und das ist geil. Das sind nützliche, coole Informationen. Aber wenn man das nur auf dem Airsoft-Spielfeld ab und zu mal erzählt irgendjemandem, dann verbreitet sich sowas nicht. Aber wenn jemand sich echt hingesetzt hat und das mal getestet hat, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann ist das doch geil, wenn er das einfach mal mit einer Videokamera zusammen machen wird. Hier, ihr braucht überhaupt nichts. Ich habe keine Kamera, meine ich jetzt, dass mir das jemand sagt. Ihr braucht überhaupt nichts. Ihr habt doch ein Handy. Die meisten haben ein Handy. Und wenn nicht, dann sucht ihr jemanden, der ein Handy hat. Die meisten haben wirklich inzwischen ein Handy. Und die Kameras von den Handys, die können in Full HD aufnehmen. Das ist dasselbe, was du gerade schaust. Okay? Eventuell skaliere ich es hoch zu 4K, weil die Datenrate dann besser ist. Ich weiß es nicht. Nein. Nein, Quatsch. Es ist einfach nur so, du kannst mit einem Handy, wenn du das so rum hinstellst, ja, bitte, nicht so rum, das ist scheiße. Niemals. So mit einem Handy filmen. So, ja. Stell das irgendwo hin. Wackel damit nicht die ganze Zeit rum, sondern stell das irgendwo hin. Sorg dafür, dass du genug Licht hast und sorg dafür, dass du nicht an einer Schnellstraße bist, wenn du das Video aufnimmst. Also keine nervigen Umgebungsgeräusche oder nicht so viele zumindest.
ordentlich Licht. Und das war's schon. Die Kamera hinstellen. Da kannst du auch eine richtig schlechte Kamera haben und trotzdem wird das Video einigermaßen. Ja? Und dann erzählst du den Leuten deine Lösung zu deinem Problem oder deine Idee zu einer lustigen Sache oder deine Weste, die du dir umgebaut hast, weil sie vorher nicht so gut funktioniert hat, irgendwas, hast du dir was gebaut, damit es funktioniert. Es gibt so viele geile Sachen und auch so viele Jungs, die Ahnung haben. Und da sage ich einfach nur mal Jungs an alle Airsoftler, die zu irgendwas hier eine Idee haben oder eine Lösung haben. Macht selbst Videos, okay? Den Titel des Videos, den machst du zum Beispiel Name der Waffe, die du hast und Problem, was du gelöst hast. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt hier eine Waffe mir gekauft und in den Kommentaren steht schon in den Bewertungen, ja, coole Waffe, ab und zu hat sie aber Feeding-Probleme. Dann guckst du dir die Hop-Up-Kammer an und merkst, oh, die Hop-Up-Kammer sitzt einen Millimeter zu weit links. Wenn du jetzt auf die linke Seite 2-3 Mal ein bisschen Klebestreifen machst oder was, oder Panzertape, dass da ein kleines Polster ist und dass die dadurch ein bisschen so richtig gedrückt wird, dass sie dann perfekt sitzt und dann hast du keine Feeding-Probleme mehr, dann solltest du dazu zum Beispiel ein Video machen. Denn ich weiß, es gibt so viele kleine Problemchen, die jeder Airsoftler hat mit seiner Waffe, mit seiner Gear, die er aber selber löst. Und mein Appell an euch ist, schmeißt mal die Kamera an. Ihr braucht keine Schnittsoftware. Dieses Video lasse ich komplett uncut, um zu beweisen, dass du keine Schnittsoftware brauchst. Es ist wohl das zweite Mal, dass ich dieses Video jetzt aufnehme. Ich habe mich vorher schon mal hingesetzt und das geredet, aber da war alles unscharf. Da habe ich den Fokus falsch eingestellt. Das ist mein Fehler jetzt gewesen. Aber ihr müsst nichts schneiden. Oder nichts schneiden können, sage ich mal so. Ihr müsst nur, irgendwo kriegt ihr garantiert eine Kamera her, wenn ihr das vorhabt. Und es muss keine gute sein. Im Gegenteil, die Leute sind froh, wenn sie die Lösung zu irgendeinem Problem finden. Scheißegal, wie gut die Qualität ist, solange man halt sehen kann, was du machst oder was sie machen müssen. Du musst nicht das Know-how haben, um da Schrift einzufügen. Du brauchst nicht das Know-how, um das alles zu schnitten. Brauchst du nicht. Zu schnitten? Das hätte ich jetzt rausgeschnitten. Ha, ha, das war ein... egal. Also, mein Appell an euch Jungs, an die Airsoftler. Das, was ich letztens gemacht habe mit der Socke, zum Beispiel sowas, es sind kleine lustige Sachen oder nützliche Sachen. Macht dazu ein paar mehr Videos. Ist echt gut. Und wenn ihr euer Gesicht nicht drin haben wollt, dann macht das halt so. Wisst ihr? Natürlich noch ein bisschen mehr, irgendwie so. Das habe ich bei meinen ersten Videos gemacht. Und meine ersten Videos, die habe ich mit einer Webcam aufgenommen. Das war eine Scheißqualität. Also wirklich, macht ein paar mehr Videos. Ja? Ich bin so oft auf Airsoft-Spielen und sehe da lustige, coole Sachen. Und wenn ich da hingehe und frage, wie der das gemacht hat, hat er gesagt, ich habe mir das selber gebaut und so habe ich es mir gebaut. Dann erklärt er mir das perfekt. Richtig geil. Aber eben auf dem Airsoft-Spiel mal eben erklärt. Wenn ich da noch den ganzen Tag rumrenne, dann weiß ich davon am Abend nichts mehr. Ja? Gedächtnis ist bei mir auch richtig schlecht. Ehrlich, Kurzzeitgedächtnis, Konzentration, quasi non-existent. Also wirklich, Jungs, macht mal ein paar mehr Videos. Ist eine gute Sache für euch. Und packt hier auf YouTube. Und wenn es euch Spaß macht, macht da vielleicht sogar noch mehr Videos. Weißt du, alles, was euch dann einfällt. Und deshalb wirklich, sage ich dir jetzt, du, denk über deine Airsoft-Ausrüstung nach. Ne? Und da fällt dir ein, irgendwo hast du einen kleinen Mod gemacht oder hast du eine kleine Idee gehabt, um deine Airsoft-Ausrüstung zu verbessern. Und die ist, diese Idee, die ist nicht schlecht. Sag ich dir jetzt einfach. Diese Idee ist lustig oder sie ist nützlich. Eins von beiden. Deswegen sage ich, mach ein paar mehr Airsoft-Videos. Oder fang an, wenn du bastelst, mal deine Kamera mit hinzustellen. Und vielleicht wie zu dir selber reden. Mache ich auch. Einfach mal so, ja, hier mache ich das jetzt so und so. Und das war's. Das hilft schon jemandem. Das Video muss nicht mal gut sein. Deshalb habe ich angefangen mit YouTube. Weil ich ein Problem hatte mit meiner Airsoft-Waffe und dazu kein deutsches Video gesehen habe, was dieses Problem gut erklärt hat. Das war der Anfang von Airsoft-Videos bei mir. Ich habe das Problem gefilmt, den Leuten gesagt, wie man es löst. Weil ich vorher keine Lösung hatte und mir gedacht habe,
geil, jetzt mache ich einfach ein Lösungsvideo und dann hat niemand mehr das Problem. So einfach ist es in Wirklichkeit nicht, weil viele gar nicht erst suchen. Fangen an zu fragen in Foren oder in YouTube-Kommentaren, fangen die an zu fragen, anstatt einfach nach einer Lösung einmal kurz zu suchen. Zum Teil könntest du die Frage, die sie stellen, bei Google eingeben, diese Frage, exakt so, unverändert, und du hättest sofort im ersten Link die Antwort, sogar als Video. Aber die Leute suchen kaum. Das ist dann immer frustrierend. Da werde ich auch manchmal ein bisschen bissig, sage ich ehrlich. Weißt du, du setzt dich da tagelang hin und machst deine YouTube-Videos, um den Leuten zu helfen. Und dann kommt die Frage, genau zu dieser einen Sache, wo du dich tagelang hingesetzt hast, um dieses Video zu machen, um den Leuten zu helfen. Dann sagst du denen sogar noch zum Teil, ja, dazu habe ich ein Video. Hier, schau dir das an. Das ist der, ich habe den Titel gepostet, einfach nur gesagt, hier, das Video heißt so und so, schau es dir an. Und er so, der das Problem hatte, nö, schick mir mal den Link. Der war zu faul, den Titel da einzugeben. Ganz ruhig. Den Titel da einzugeben. Das ist dann natürlich nervig. Naja, gut. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich weiß nicht mehr genau was. Und wenn ich jetzt erstmal 5 Minuten lang überlege, dann wird das Video zu lang, weil ich das hier nicht schneiden möchte. Null. Also Jungs, ihr wisst Bescheid. Einfach mal Kamera anmachen und die Lösung zu irgendeinem Problem. Ach genau, was ich auch noch sagen wollte. Das erste wirkliche Problemlösungsvideo war, glaube ich, bei mir, wie ich einen Kühler in meinen Computer einbaue. Ein großer Kühler für den Computer. Und ich wusste nicht, ob der ins Gehäuse passt. Und ich habe im Internet nichts dazu gefunden. Und dann habe ich mir einfach diesen Kühler gekauft und es auf gut Glück versucht. Und es hat funktioniert. Und dann habe ich das auch gefilmt. Dieses Video ist total schlecht. Es ist mal eben so mit einer richtig kleinen, schlechten Kamera entstanden. Aber es zeigt den Leuten, was sie wissen müssen. Und das ist alles, was zählt. In Ordnung, gut. Also, ich mache jetzt auch aus. Ich gehe jetzt hier zu meiner Kamera. Ne? Und da seht ihr mein Oma-Kissen. Und ich sag dir, echt, mach ein paar mehr Videos. Es ist nicht schwer, wirklich nicht. Und es hilft den Leuten. Also dann, wunderschönen guten Tag noch. Muffin out.